Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. Gündogan möchte spielen. Und der war dann auch ran, weil wir sind Meister. Herzlichen Glückwunsch, hey. Egal was passiert, wir können jetzt jedes Spiel verlieren, theoretisch. Ich glaube nicht, dass uns da noch einer einen Strich durch die Rechnung macht. Ich glaube es echt nicht. Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Der erste. So, dann darf hier Batmas darf mal noch ran. Aber wie gesagt, der geht ja nächste Saison. Vielleicht können wir noch ein bisschen den Preis drücken. Und dann schauen wir mal, ob wir heute Meister werden. Das wäre natürlich Weltklasse. Ich bin Er mir noch wird am heute Überlegen, im ich werde, Mittelpunkt der denke ich, Presse auch stehen, den Rest der denn Saison er hat. wahrscheinlich Ich simulieren. darf Sie heute ganz herzlich begrüßen, liebe Fußballfans. Oh, ah Willkommen ne. zu diesem Ich heutigen habe gerade Spiel. nach rechts geschaut. Ich Mein habe gerade Name gedacht, ist das Rolf wäre Fuß jetzt und die ich werde dieses Gegner. Spiel zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann Er weiß nicht, ob ich kommentieren. spielen Und soll heute oder ob ich zeigen wir simulieren Ihnen ein soll. Spiel aus der Liga. Weil Alles eigentlich ist ist es bereit ja für Quatsch. absolut hochklassigen Ah, Fußball. von Wir hinten ist freuen das uns hier aber drauf. trotzdem Bei Mist. den beiden Ah, ich Teams muss unbedingt ist mal auf die Trikotwahl Spitzenfußball achten. garantiert. Das wird hochklassig. Benes. Schuss! Das gibt's doch nicht gehalten! Ecke kommt in den 16er. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Das sieht gefährlich aus. Vielversprechende Stark. Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Die Gäste sind Oh. bislang in dieser Saison die Mannschaft mit der schlechtesten Defensive. Mit der Oh, wir sind schlechtesten wieder die Defensive schlechteste gehen Defensive. Sie in diese Auswärtspartie, Wolf, und das ist kein gutes Vorzeichen. Also, Oh, ob Sie starkes heute was Tackling. holen können, ich wage das mal zu bezweifeln. Dafür sind Sie meist zu zurückhaltend. Da fehlt einfach das Selbstvertrauen, vor allem in der Defensive. Hereingabe. Was für eine Technik So mit einfach diesem geht's. Volley macht er dann Fankara das Tor. macht's. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke und dann ist das natürlich klasse gemacht mit ganz viel Auge, ganz viel Gefühl, und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. In der Winterpause gekommen. Einfach 12 Tore in 11 Partien. Und Der damit Mann ist haben wir einfach den Gold ersten wert. Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt Zumindest aufnehmen. noch aktuell. Die Flanke jetzt. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Superpass, ja. Jetzt ist er durch. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann Ja. geben sie die perfekte Antwort und machen Oh. den Ausgleich. Es wäre Tor auch im 1 zu gegen viel 1. verlangt. Wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Aber Wiederholung. schön Eiskalt, rausgelaufen. nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Gut, den Ball abgenommen. Gibt Einwurf. Unaufhaltsam. Ja, hätte ich gewusst, dass es so wird, hätten wir Saarbrücken echt gewinnen lassen können. Hätten die vielleicht echt noch
Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Um den Aufstieg mitzuspielen. Nicht mehr helfen, klar, Ball im Aus. Benes. Schuss vergeben, der Ball geht vorbei. Oh, wo ging denn die Quetsche hin? Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das macht er gut. Oh, Quankara zu langsam. Ditken. Oh, stark geklärt, trotz Gelb. Schweres Tackling. Macht er die Führung. Ja. Tolles Spiel. Batmas macht's. Ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Starke das freut mich. Wir schauen auf die Wiederholung. Marktwert geht nach oben. Und dann dieses Tor aus der Drehung. Das können auch nicht viele. Ja, vielleicht haben wir echt Glück. Und der Marktwert geht echt nach oben. Alles drin. Testruin. Ja, wäre fast reingegangen, dieser harte Schuss. Aber im Moment haben uns die Gegner hier in der Liga aktuell gar nichts mehr entgegenzusetzen. Also, was heißt gar nichts mehr, aber nicht mehr viel. Es wäre ja zwischenzeitlich echt nochmal, es hätte nochmal spannend werden können, aber... Tolles Dribbling, da sind Ole. Sie alle machtlos. Ditken, gehalten, aber sie müssen weiter Boah, aufpassen. Da hatten wir jetzt noch einmal Glück. Ja, komischerweise immer, wenn ich den Mund zu voll nehme, dann, genau dann, schlägt der Gegner zu. Aber wir sehen, der Druck ist da, eiskalt. Der Tag zum Tor ist da, sie wollen den Ausgleich. Oh, die Riesenchance. Ach, das war ein... Ja, in dem Fall habe ich gepennt. Ich habe gerade gedacht, boah, warum steht denn mein Mann so super frei? Platz zum Konter. Gute Chance. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Der Schiedsrichter hat die erste Hälfte. Ich bin aber echt mal gespannt, ob wir heute Meister werden. Oh, Saarbrücken führt gegen Regensburg, das ist so wichtig. Oh, und Verl führt sogar gegen Dresden. Ja, wie gesagt, es ärgert mich trotzdem, dass ich Saarbrücken nicht hab gewinnen lassen. So, die miese Peter dürfen alle ran. Dann haben wir fast einmal die ganze Mannschaft durchgewechselt. Außer Basenach, aber der darf spielen. Ich hätte den anderen eigentlich länger spielen lassen, aber mit der gelben Karte ist immer so eine Sache. Das macht er ganz energisch. Ich hoffe ja mal, dass er das dann nicht finden. Immerhin hat er... Haben Sie mehrere Optionen. Boah, stark, stark. Jetzt ist der Ball weg. Da machen Sie war, glaube ich, Beifuß. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Oh ja, er wollte gerade schon wieder wegschießen. Schönes Zuspiel hier. Klasse, oh, kein Abseits. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Ja, Ingolstadt da freut jetzt.
Das ist nochmal die Wiederholung. Ein starker, weil ich habe gedacht, der Abseits. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Ja, ich hätte mit dem Torwart rein drin bleiben sollen. Auf Augenhöhe und jetzt aber er ist schon, hat schon angefangen rauszulaufen. Da wollen er wieder zurückgehen. Da habe ich mal gedacht, komm, vielleicht kriegt er. Ja, das war dann. Boah, komm. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Josip Drmić. Machen Sie jetzt gut. Könnte gefährlich werden, weiter viel vorwärts dran. Gut verteidigt. Die Chance für den Konter. Nicht ungefährlich, Steilpass. Wichtig, dass er da klärt. Oh, da ist er durch. Sie machen das Tor, Führung. Und das ist natürlich ein Joker, wie man immer, wenn ich meinen Maul aufreiße. Tor, klasse gemacht, bringt immer unheimlich viel ein, haben wir jetzt wieder gesehen. Jedes Mal. Sie hatten natürlich ich spiele 4-5 Spiele ohne Niederlage, kaum mache ich mal den Mund auf. Dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Aber er hat unsere Abwehr wieder geschlafen. Das war dann schon eher eine Einladung. Unwiderstehlich. Wie die Schanzer hier. Benes. Ich wollte heute die Meisterschaft feiern. Drmić. Oh, Drmić. Er hatte Ball, gute Aktion. Janik Deichmann. Oh, ich habe echt hier meine Probleme, wer hier wer ist. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. Jetzt. Gefährlich, der Steilpass. Schöner Ball auf Drmić. Kann sich hier eine Chance entwickeln. Und abseits. Kein Tor, der Treffer zählt nicht, abseits. Boah, das war eine ganz, ganz enge Entscheidung. Drmić macht doch selber. Die legen sich sofort fest. Die Fahne ging direkt hoch. Also da bin ich auf die Zeitlupe gespannt. Da hätte der Pass kommen müssen. Ja. Das Traurige ist, dass der cooler Ball am Schluss noch reingegangen wäre. Josip Drmić. Da hat er durchaus Optionen. Wo ist denn da einer? Ich weiß gar nicht mehr, welcher meiner Mann. Kraft meiner. Ja. Welcher davon mein Mann ist? Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Setzt sich da schön durch. Ball ist weg. Schön. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Viel Auge hier. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. Sie wechseln also aus. Ah ja. Komm, einen müssen wir machen. Ein Unentschieden wird ja wohl drin sein. Hauptsache wieder drei Gegentore. Das ist... Oh. Das ist die Möglichkeit. Ach, tolle Aktion. Wollte gerade sagen, so viel Pech. Komm schon, Leute. Ecke ins Zentrum. Oh, das sie sieht man das schon. Jetzt führen sie hier also mit 2. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Ich muss echt lernen, den Mund nicht zu voll zu nehmen. Ich muss es einfach lernen. Der ist am Ende nicht zu halten. So Krieg habe ich jetzt erst damit angefangen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Benes. Rico Preisinger. Der ruhige Spielaufbau. Drmić. Jawohl, 4-3. Dann können Sie den Ausgleich noch schaffen.
Ah, hier kommt das Tor nochmal aus der Drehung getroffen. Das ist technisch wunderbar. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Er passt gut auf und hat den Ball. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Oh, jetzt ist wieder die Rasenheizung an. Pass kommt gut. Ah, abseits. Das ist der Ausgleich. Oder? Ganz stark. Nein. Schuss immer dran und jetzt belohnen sie sich. Noch ich hätte jetzt schwören können, dass er im Abseits war. Der Doppelpass. Und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. Adrimic, ne? 4-4. 8 Treffer. Das hat man auch nicht allzu oft. Kostlich. Ja, ich habe so Spiele leider zu oft. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Da passt er auf und kann klären. Benes. Ah, schade, Benes. Dazwischen weg ist der Ball. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Auf außen ist jetzt Platz. Zieht ab! Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Boah, das wäre es fast noch gewesen. Was für ein Unentschieden. Starke Leistung von Ingolstadt. Hätten tatsächlich sogar den Sieg verdient gehabt hier am Schluss. Puh. Und Saarbrücken gewinnt 2-0 und ich ärgere mich. Und Werl gewinnt auch 1-0. Habe ich gar nicht gesagt. 1-0, 2-0. Oh, jetzt habe ich weggedrückt. Oh, ich wollte schauen, ob wir Meister sind. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Stopp. Ah, jetzt haben wir ja die englische. Oh, stimmt. Spielzeit von Schengen. Ich möchte. Ah, der geht eh weg. Wie immer. Entwicklungsplan von Preisinger ist fertig. Boah, dann suchen wir uns halt eben mal einen anderen, ne? So, was war's noch? Leihangebot für Miller. Aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, Miller geht mir echt auf die Nerven. Ohne, dass er was macht, der arme Miller. Aber ich muss ihn jetzt verkaufen. Das reicht's. Sonst werd ich ihn nie los. So, wen haben wir denn jetzt hier? Danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Ich bin stolz auf dich. Ja, super, Trimic. So, jetzt geht's gegen Ulm. Oh, was jetzt? Ah ja, er geht. Ich wollte gerade sagen, was jetzt? Schon die Meisterschaft, schon die Meisterfeier. 2 Jahre Vertrag, Paul Martens. Ah, das ist gar nicht Miller. So. Wie sieht's denn aus? Oh, Sandhausen hat Essen, weil ich die ganze Zeit Erfurt gesagt, gell? Hat Essen vom 2. Platz gestoßen. So, wir haben jetzt 14 Punkte Vorsprung, noch 7 Spiele.
Was habe ich eigentlich hier für die ganze Zeit für ein Bullshit gerechnet? Ich kann schon Meister werden. Es sind noch 7 Spiele. Es wären 21 Punkte. Ja, ich scheine ein bisschen verwirrt zu sein. In der letzten Folge, ich sollte vielleicht das Bier weglassen. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Was habe ich? Ich muss die letzte Folge anschauen. Was habe ich da gerechnet? Aber wäre trotzdem noch letzter. Aber eigentlich doch von den Punkten her doch echt recht ausgeglichen, ne? Normalerweise hat man eigentlich einen immer, der komplett abgeschlagen ist. Aber hier kann es eigentlich jeder noch schaffen. Gut, bei Werl wird es jetzt ein bisschen kritisch. Und Saarbrücken ist Fünfter. Und 2 Punkte von uns mehr hätten wir verloren, wären sie Vierter. Ja, wir spielen jetzt gegen Ulm, die sind Zwölfter. Und wie gesagt, es sind noch 7 Spieltage, quasi 21 Punkte. Aber theoretisch sind wir Meister. Wir haben 14 Punkte Vorsprung. Würde uns wohl keiner mehr strittig machen. Gegen wen hätte ein. Ja, Essen verloren. An ein Unentschieden gegen Ulm. Okay. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Wie gesagt, dann werden wir noch auf dem Transfersmarkt schauen. Bald. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.